geiles Spielzeug. Frauenspielzeug. Setz dich da mal drauf. Ich würde das gerne mal sehen. Mhm. So hast du die ganzen Männer angebaggert. Über den Zustand lässt sich natürlich streiten. Ne? Mhm. Sieht nicht so besonders aus. Keine Schönheit. Ich habe da gesehen, Kabel aber so ist wollte ich es immer haben. Die Elektrik müsste überholt Elektrik. Werden, in der Tat. Was willst du denn dafür haben? 8.900 mit etwas Spielraum. 8.900? Mhm. Wie kommst du denn auf die krumme Zahl? 8.900 Euro, als ich das gehört habe, war ich echt schockiert, weil das ist völlig übertrieben gewesen. Und die Linda, die macht ihre Preise selber und da kann ich den größten Liebhaber finden, der wird mir die Kohle niemals dafür geben. Okay, nein. Dann mache ich hier einen Vorschlag. Ich suche jemanden, der sich das anguckt. Ja, mach oder das. Zwei oder drei, je nachdem. Ja. Der soll dann mal hier hinkommen, der sich dann halt auch mit Trikes auskennt. Ja. Und dann soll er mal ein Angebot machen. Mhm, genau. Okay? Alles klar. Und dann sehe ich mal, wie du dann aussiehst. Ob du Tränen in den Augen stehen hast oder ob du sagst, okay. Da werde ich keine Tränen in den Augen haben, da werde ich höchstens wütend werden und nichts anderes. Ich habe jetzt alles gesehen und wenn ich ganz ehrlich bin, also von dem, was ich da gesehen habe und wie ihre Zielsetzung ist, ich denke erstens nicht, dass wir so viel kriegen werden und zweitens denke ich, ja, ich werde hier leer ausgehen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendetwas bei den hohen Erwartungen verkaufen können. Also da geht gar nichts. Schlag ins Gesicht ist es nicht, aber demotiviert doch. Ganz schön, ja. Na, gucken wir, was rauskommt, was im Endeffekt, ob irgendwelche Interessenten da sind, die mein Schätzchen dann doch zu würdigen sind. Ah, guten Tag, ist der Ralf. Hallo, ich bin der Ralf. Hi Ralf, schick grü. Hallo. Sagen Sie mir doch mal bitte, was alles verkauft werden soll. Also eigentlich unser Sofa. Weil das Sofa. Ja genau, das wäre uns natürlich am liebsten, wenn wir das verkaufen könnten. Was habt ihr denn da für Preisvorstellungen? Ja, wir müssten schon 1.500 Euro dafür haben. Das ist sehr viel. Das ist viel? Also, dann sagst du mal was. Ist schlecht bezogen. Ja, ja, hat sie auch selber gemacht. Also da ist sehr viel Liebe drin und... Ja, und keine Spannung. Ja, das hier darf nicht sein. Genau. Das darf ja, nicht sein, ja. Ich meine, gut, wenn wir Menschen alt werden, hängt bei uns auch alles, ne? Das ist halt eine alte Couch. Aber ich müsste das neu beziehen lassen. Weil so kann ich es nicht lassen, wenn ich es richtig verkaufen will. Also ich würde 200 dafür geben. Also ich glaube, unter 1.000 Euro gebe ich es nicht weg. Was ist denn mit 1.000? Nein, auf keinen Fall. Gar keinen Fall? Nein, ich muss ja ein bisschen was verdienen. Kann ich nicht machen. Dafür ist es leider zu schlecht bezogen. Muss ich leider sagen. Müssen wir es lassen. Dann gehen wir jetzt noch mal ins Schlafzimmer. Wollen wir mal schauen? Ja. Dann komm mal rein. So, darf ich mir den mal ein bisschen näher? Klar, natürlich. Dafür ist er ja da. Der ist aber neu. Ja, was heißt neu? Dementsprechend ist der Preis ja auch nicht so hoch. Wie hoch? Was willst du für deinen Sekretär denn haben? Meine Wunschvorstellung war 350. Mhm. Und deine Schmerzgrenze ist? Gut. 200. 240 Euro müssen wir mindestens dafür haben. Nee. Wie hoch ist denn dein Preis? 50. Nee, 50 ist zu wenig. 200? Nein. Das ist schon, also 50 ist ein Preis, an dem ich festhalten muss. Weil wenn ich die verkaufe, ich bekomme höchstens 100 dafür. Und 100% muss ich verdienen. Ich muss das Ding abholen. Das du musst mal besser handeln im Geschäft, damit du auch ein bisschen was einnimmst. Du die Leute, verschenkst ja alles. Wieso verschenken? Billig 100 Euro? Rein, billig rein, billig ja. Raus, steuer den Umsatz. Ja, okay, ja, da bist du bei uns, glaube ich, auf Granit bei billig rein. Also für 50 Euro würden wir das nicht geben. 180? Nein, das muss ja komplett aufgearbeitet werden, die ganzen Kratzer und so, die da drin sind. Wir machen das noch ein bisschen sauber. Und sagen 170. Und wenn du denn. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Sag Fall. Sag mal deinen letzten Preis. Das war mein letzter Preis. 50. Ja. Also. Kann man nicht zusammen. Nee, ne? Nein.
Alles klar? Ja, dann fahren wir nur den Tisch. Sie hat jedes Mal hat sie ihre Enttäuschung halt überspielt. Sie hat es halt weggemacht mit einem Lächeln oder wollte es halt wegmachen. Aber sowas geht mir natürlich auch auf den Senkel, weil man soll halt Emotionen zeigen. Und sie muss ehrlich zu mir sein, ja? Wenn wir Sachen verkaufen wollen, wenn wir als Team arbeiten wollen, wenn wir Geld verdienen wollen, dann muss man auch zusammenarbeiten. Ralf. Jo. Kauf mir wenigstens den Tisch ab hier für 60 Euro und gut nee. Ist. Wie? Ich habe drei Tische in der Art, die man so ineinander schieben kann, mit gedrehten Beinen. Ja, die habe also ich verkauft für 35. Alle doch. Drei zusammen. Ich würde 20 geben. Ja, also 20. Also wenn du willst, dass meine Leiche nachher rausgetragen wird, okay, aber sonst... Das ist ihm, glaube ich, egal. Nee, also bei 20 kann man da gar nicht. Was ist denn mit 35? 30. Komm, 35. Okay. Ja? Siehst du, ne? Das ist die Realität. Und das ist Märchenwelt. So, super. Bitteschön. Dankeschön. Erstmal runter und hol dir dann meinen Helm und meine Jacke. Ja. Willst du mir bitte die Tür aufmachen? Mach ich glatt. Bei 35 Euro würde ich sagen, lass ich selber aufmachen, aber okay. Vielen Dank. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Ralf. Bis dann. Was sagst du? Ja, nicht so erfolgreich, aber. Aber ja. Du siehst, wie die Realität aussieht, ne? Die Realität. Enttäuschend natürlich. Ernüchternd. Für die Couch, ja, natürlich indiskutabel. Also. Ja, also der Ralf ist schon ein harter Typ. Also mit dem ist immer schwer zu handeln. Aber was soll ich sagen, der ist Händler und die Preise, die waren zwar ein bisschen niedrig, ich meine gut, meine Preise waren auch dementsprechend übertrieben. Also Linda ist da noch in ihrer Märchenwelt und wir müssen gucken, dass wir die halt wieder in die Realität zurückholen, damit wir sie nicht ganz verlieren. Ja, wo ist jetzt unsere 13.000 Euro? Wie weit sind wir davon weg? Das was meint ihr, ist das noch realistisch? Ja, das ist sicherlich nicht realistisch. Aber das Strike könnte natürlich schon einiges noch ausreißen. Ja. Aber ich denke mal, aber das werden wir nicht erreichen. Aber du siehst auch nicht gerade glücklich aus, wenn ich so in deine Augen gucke. Bist ja, du schon enttäuscht? Mehr, ja? Ja, natürlich. Ein bisschen mehr hätte ich mir auf jeden Fall erhofft. Dass er ein, zwei Teile noch mehr wenigstens mitnimmt, dass nicht alles weggeht. Hallo Linda! Hallo, Woman at Work! Ah, super! Schön! Sehr schön! Jetzt ist es wenigstens schön sauber, ne? Ja. Super. Ja, vom Stehen im Winter. Oh, glänzt doch schön. Ja. Ja. Soll ich dir mal sagen, was sie dafür haben will? Weißt du das? Warte, nichts sagen. Weißt du das? Sie hatte mal gesagt 8,9. 8,9? Dachte ich. Genau, 8,9 ist auch geblieben. Ja, ja. Von 8,9 würde ich schon runtergehen. Musste machen, willst ist ja es loswerden. Ja, das aber wenn er dir nur nichts mehr bietet. Nee, anständiges Angebot, dann geht sie weg. Wird es doch klar, das hatten wir doch besprochen. Die Mutter war völlig auf meiner Seite und sie wusste auch, dass sie Linda total übertreibt. Aber was soll sie machen? Das sind nicht ihre Sachen und Linda hat halt ihren eigenen Kopf. Und den wollte sie immer durchsetzen, aber das geht halt nicht und das kann nicht. 85. Oh, hallo. Hallo. Wir waren verabredet. Ja, genau. Schick, früh, hi. Also, hallo. Hallo. Das ist aber ein Feuerstuhl, wa? Läuft das Ding? Es läuft. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. So ein altes Ding ist schon was für ein Museum für Verkehr und Technik, würde ich ja behaupten, ja. Also, ja, worum geht's denn? Um welchen Preis? Was wollen Sie denn dafür haben? Was wollen wir dafür haben? Verhandlungsbasis 8,9. Interesse? Also für das Geld. Was wäre denn dein Gegenangebot? Ja, also ich würd so 1.500. Sechs? Nee. ich will mich jetzt nicht am Wochenende mein Unglück stürzen hier. Davon wird es eine Handvoll Kunden geben, die sowas verhandeln. Und bis man den gefunden hat, wissen wir, das ist eine Glückssache. Und da spielt das Glück viel zu viel eine Rolle. Das ist was,
für Trödel schon fast. Danke, dass du gekommen bist. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Tut mir leid. Kein Problem. Eigentlich bin ich ein bisschen wütend, weil die Händler das so mies machen, nicht werten, nicht schätzen. Ja, also ich werde es loswerden, ich werde es euch beweisen. Hast du gar nichts. Genau. Toll. Naja, wird sie wieder angemeldet und dann fahre ich wieder durch Berlin. Ich muss mich unbedingt mal mit der Linda unterhalten, weil das geht gar nicht. Die Preise, die sind so überzogen und unrealistisch, dass jeder Interessent, der zu mir kommt, direkt an der Tür wieder abhaut. Und das ist natürlich schade. Wir haben schon Verkäufe gehabt und die sind geplatzt, weil sie nicht wollte. Wir müssen mal miteinander reden, glaube ich. Oh. Ja, und zwar habe ich halt jetzt gemerkt, dass deine Preisvorstellungen doch ein bisschen hoch sind. Und wenn du die jetzt beibehalten willst, dann werden wir tierische Schwierigkeiten haben, halt Sachen wegzubekommen. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass sie das eingesehen hat, nachdem ich auch mit ihr gesprochen habe. Und sie ist einfach hartnäckig dabei geblieben, so nach dem Motto, wenn du das nicht machst, dann werde ich das halt später selber machen. Dann hätte sie mich aber gar nicht rufen sollen. Meine Strategie auf dem Flohmarkt war halt, dass wir mit den Preisen ein bisschen runtergehen, nicht unter Wert. Aber damit wir halt auch Sachen verkaufen, weil in der Kasse hatten wir nichts und ich wollte ein bisschen Geld machen. Für 35? Nee, 20 ist zu wenig. 35. Nee, absolut nicht, wirklich. 20 ist wirklich letzter. Ja gut, komm, 20 ist gut. Ja? Ja. Alles klar. 20 Euro. 20 ist gut. Okay. Super, viel Spaß damit. Ja. Okay, danke auch. Was dann darf ich haben? 10 Euro. 10 Euro? Ohne Handel. Oh, nee. 8 Euro. Also 7. 7,50 Euro. Oh, das ist aber ein mega Schnäppchen. Die Dinger kosten 30 Euro neu. Nicht benutzt. Ich weiß. Ja, ich weiß auch. Danke. 8 und 10. Na, klasse. Ja, du machst ja Ausverkauf mit meinem Leben. 8 Euro, das ist... Ja, wir wollen auch viel Geld machen. Tschüss. 2, okay, komm. 2 ist gut. 50 wäre natürlich schick gewesen, ne? Da hätte ich dann gesagt, okay, hat sich gelohnt. Aber, na, 2 Euro. Oh je. Super Schnäppchen. 50 Euro ist wieder zu übertrieben. 2 Euro. Vielen Dank. Juhu. Rein damit. Schükrü, nein. So ein, ich hab hier, nein. Guck mal, das hier. Das ich werd böse. Nein. Was gibt es noch? Ey, ich. Nein. Warum das ist nicht? Noch, nein. Okay. Sammeln Sie Tüten. Wollen Sie Tüten kaufen? 50 Euro und fertig am Kopf. Sie sehen aus, als ob Sie ein Liebhaber wären von Tüten. Nee. Kommst du mit nach Hause, dann kriegst du auch ein bisschen Tüten. Genau. Bei uns jetzt alles ab 1 Euro hier auf dem Tisch. Wir haben doch, glaube ich, ganz gut eingenommen. Ich glaube, die Kasse ist ein bisschen voll geworden. Große Teile sind auch weggegangen.